Hallo, hier ist das Chemnitzer Jugendforum. Ich bin Simeon und ich habe heute wieder eine Kandidatin zur Bundestagswahl zum Interview. Stell dich doch bitte kurz vor und erzähl uns, für welche Partei du kandidierst. Hallo, ich bin Carola Köpferl, ich bin 31 Jahre jung und ich kandidiere für Bündnis 90 Die Grünen. Warum hast du diesen Ort ausgesucht? Ja, wir sind im Stadtlabor und im Stadtlabor wird, wie es in einem Labor manchmal mit Reagenzgläsern zu sich geht, wird hier einfach Stadt erprobt, neue Ideen gesponnen, neue Ideen auf dem Papier gezeichnet, mit Lego gebaut und dann mit Menschen, die hier einfach vorbeikommen, auf dem lebendigen Pool auch einfach mal besprochen, getestet und diskutiert. Okay. Was gefällt dir besonders an Chemnitz? Was ich großartig finde an Chemnitz ist, dass es sich immer wieder neu erfindet. Gerade nach der Wende, also ich bin ungefähr genauso alt wie die Wende und habe das hier die letzten 30 Jahre ja auch selber ein Stück weit mitgekriegt. Und das Spannende, oder um es ein Beispiel zu machen, das Schöne an Chemnitz ist, es gibt diesen 11. September dieses Jahr und da finden drei Veranstaltungen parallel statt. Und das überrascht so viele Menschen, dass drei Veranstaltungen parallel stattfinden und das zeigt einfach, was die Stadt inzwischen für ein Potenzial hat, Sachen auf die Beine zu stellen. Und das motiviert mich eigentlich jeden Tag, was in Chemnitz zu tun. Was willst du für Chemnitz im Bundestag erreichen? Also zum einen will ich erreichen, dass wir endlich eine bessere Bahnverbindung nach Leipzig, aber zum Beispiel auch nach Erfurt oder nach Prag oder nach Wrocław einfach erreichen, damit wir junge Menschen gerade auch im Zug unterwegs sein können. Und ein zweiter Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, sind Radwege. Also Radwege in der Stadt natürlich zu fördern, aber auch Radwege außerhalb, dass man nicht nur schöne Ausflugsziele erreichen kann, sondern dass man jeden Tag von Chemnitz oder aus Chemnitz raus zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren kann. Okay, ich denke, das ist ein Thema, was viele junge Leute bewegen wird. Also ich denke es auch, weil ich glaube, wir sind eine Generation, die juckt das Auto gar nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht mehr unser größter Traum, ein tolles Auto zu fahren, sondern wir denken halt oft einfach nach, was macht denn unser Handeln, was hat das auch mit dem Planeten zu tun? Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Zugfahren und Fahrradfahren die bessere Idee sind, um das Klima zu schützen. Wie wird das besser passen, als wenn wir als nächstes zum Thema Klimaschutz kommen würden? Was muss passieren, um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest noch einzudämmen? Ja, ich fürchte leider, das ist die schlechte Nachricht, so richtig aufhalten werden wir ihn nicht mehr können. Das haben andere nicht hingekriegt. Was ich aber tun kann, ist alles dafür zu tun. Zum Beispiel eben Mobilitätswende ist ein riesiges Thema, wo wir quasi selber auch was beitragen können, aber seitens der Politik natürlich auch was getan werden muss, dass wir es tun können. Also, dass zum Beispiel Radwege zur Verfügung stehen, dass eine Bahnstrecke zur Verfügung steht, aber dass es uns auch möglich ist, Produkte zu kaufen, die nicht dem Klima schaden. Also dass eingedämmt wird, dass klimafeindliche Produkte einfach extrem günstig in den Markt gespielt werden und andere, die klimafreundliche Produkte zum Beispiel verkaufen, einfach einen unfairen Wettbewerb haben. Und das kann man schon ändern. Da kommen wir gleich passenderweise zum Thema Schieneninfrastruktur. Chemnitz steht ja, was die Anbindung betrifft, hinter Leipzig und Dresden. Wie kann Chemnitz besser angebunden werden? Also es gibt ja den Dauerblick nach Leipzig, also ja, seit ich quasi irgendwie mich näher damit beschäftige, ist das ja auch ein Dauerthema und es sind auch immer die anderen schuld, also da spielt ja auch einer am anderen so die Sache in die Schuhe. Das Spannende einfach ist, man muss überlegen, wie viel jährlich seit zum Beispiel das Bundesverkehrsministerium in Straßen gesteckt wird und da wirklich mal einen Cut zu machen und zu sagen, wir investieren in die Schiene. Und damit sind tatsächlich auch Gelder da, Dinge zu tun. Und das ist ja eben nicht nur nach Leipzig, sondern das ist ja auch, man will ja auch mal in den Süden fahren. Also ich habe zum Beispiel in München eine Weile studiert und wenn man diese Strecke fährt, ist man entweder extrem ökologisch oder hat Humor. Und wenn man beides hat, tut man sich diese Strecke auch an nach Hof und dann mit der Bimmelbahn weiter. Und da muss man halt eine Schiene legen, da muss man elektrifizieren, dass eben Städte wie Bayreuth, das ist ja auch eine Studentenstadt, einfach auch gut angebunden werden. Ja. Kommen wir als nächstes zum Schulsystem. Wie soll das deiner Meinung nach aussehen? Und es gibt ja in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Schulsysteme und verschiedene Abschlüsse. Wie kann man das vielleicht vereinheitlichen? Es ist vor allen Dingen, glaube ich, auch nicht mehr zeitgemäß, weil von sozusagen meiner Elterngeneration, aber auch von vielen Elterngenerationen wird ja erwartet, dass man extrem flexibel ist. Das heißt, es ist ja normal, dass man das Bundesland wechselt, zum Beispiel mal in der Schulzeit. Und das stellt ja einen, ja, selbst als Schülerin ja mal vor eine wahnsinnige Herausforderung, sich dann da anzupassen. Und da denke ich schon, in die Richtung Zentralabitur kann es gehen oder zumindest auch gleiche Prüfungsbedingungen, wie das dann quasi umgesetzt wird.
liegt ja noch bei den Ländern. Das kann auch bei den Ländern bleiben, aber ich glaube, das sind so Punkte. Und ein Punkt, den ich auch total spannend finde, ist, sich im Schulsystem oder in der Schule mehr damit zu beschäftigen, grob gesagt, wie Wirtschaft funktioniert, aber eben auch wie Finanzen funktionieren. Also es gibt ja immer diesen Spruch, ja, ich kann ein Gedicht interpretieren, aber kein Konto eröffnen. Das ist ein bisschen plakativ, aber ich finde es total wichtig, gerade auch in Klimafragen, wenn ich mir überlege, ich schließe zum Beispiel meine Versicherung ab oder ich lege mir ein Konto dazu, dann wäre es doch gut, wenn ich verstehen kann, mit 18, vielleicht auch mit 20 oder zumindest auch nach einer Ausbildung, was macht mein Geld, also wo investiert meine Bank rein? Und das halte ich für einen enorm wichtigen Punkt, dass man das auch in der Schule mal ein Stück weit mit behandelt. Kommen wir gleich zum nächsten brisanten und auch sehr aktuellen Thema. Ich sag mal Afghanistan. Wie können wir es denn schaffen oder was möchtest du tun, um den Frieden in Europa zu sichern und auch mehr Frieden zu schaffen? Also es ist natürlich ein unglaublich komplexes Thema und ich habe für Afghanistan selber auch kein Patent in der Schublade liegen, sonst hätte ich es wahrscheinlich schon angeboten. Ich glaube, das hat kaum einer. Das hat leider irgendwie keiner so richtig. Aber ich glaube schon, in Europa haben wir ja eine gewisse Einheit an gleichen Werten. Und das finde ich eine gute Grundlage. Und deswegen müssen viele Lösungen auch europäischer gedacht werden. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns als EuropäerInnen begreifen. Also das geht los, dass ich als junger Mensch halt durch Europa zum Beispiel einfach reisen kann, dass das günstig ist, dass ich es einfach erlebe. Sei es jetzt natürlich, wer studiert, hat vielleicht diese Erasmus-Semester, aber auch in der Ausbildung ist es doch total spannend, wenn ich sage, wie läuft denn zum Beispiel eine Tischlerei in Spanien? Das, glaube ich, sind so Punkte, weil wenn wir uns als Menschen in Europa selber vielleicht auch besser kennenlernen, ist es auf jeden Fall einfacher, Frieden in Europa zu halten und dafür auch zu kämpfen. Also man sieht ja, wie kompliziert EU-Politik für Menschen, die Europapolitik machen, ist. Und ich glaube, noch schwerer ist es zu verstehen. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass vielleicht uns manchmal auch das Verständnis dafür fehlt oder nicht vermittelt wird. Aber wenn ich sage, ich verstehe meinen Nachbarn oder vielleicht auch meine Nachbarin, die zwei Länder weiter wohnt, ich glaube, da kann man viel erreichen. Nächster Themenkomplex, die Bevölkerungspyramide, also demografischer Wandel. Es gibt ja gerade auch in Chemnitz viele alte Menschen und relativ wenig junge Leute. Was willst du gerade am Rentensystem ändern und soll vielleicht auch ein Grundeinkommen eingeführt werden, deiner Meinung nach? Also beim Rentensystem ist es so, wo ich sehr davon überzeugt bin, das Rentensystem, so wie es jetzt in der Sozialversicherung ist, drin beizubehalten. Das hat natürlich aufgrund des demografischen Wandels Grenzen, aber es hat auch sehr, sehr viele gute Punkte, wenn ich zum Beispiel einen Unfall hatte oder einen anderen Beruf erlernen muss aufgrund einer Krankheit, das kann eine Rentenversicherung mit abdecken und das fällt ja oft ein bisschen mit hinten runter. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, der zum Beispiel auch ausgebaut werden muss, dass wir auch lange fit im Arbeitsleben bleiben. Ein zweiter Punkt für das Rentensystem ist natürlich Zuwanderung. Also das ist so, dass wir in Deutschland, also insbesondere in Sachsen, auch eigentlich in Chemnitz, davon profitieren können, wenn Menschen zu uns kommen. Wenn Menschen zu uns kommen, hier arbeiten, in das System einzahlen. Und den dritten Punkt, den ich mir gut vorstellen kann, einfach Teile, nicht das komplett, aber Teile zum Beispiel der Rentenversicherungsbeiträge anzulegen. Nicht in die Rüstungsindustrie, sondern tatsächlich in den erneuerbaren Energieausbau, den wir in Deutschland ja vor uns haben. Und das ist eine Herausforderung. Aber ich halte das für eine relativ gute Geldanlage. Und wenn man diese Geldanlage mit einem, sag ich mal, guten Aufsichtsrat ausstattet, der auf jeden Fall divers und vielfältig besetzt ist, glaube ich, kann man da was erreichen. Thema Grundeinkommen. Das Thema Grundeinkommen bin ich persönlich noch nicht davon überzeugt. Das kann noch werden. Mein Punkt ist einfach, es laufen sehr, sehr viele spannende Experimente dazu. Das verfolge ich ein bisschen. Und wenn die abgeschlossen sind und ausgewertet sind, dann bin ich da bereit, auch nochmal zu drüber diskutieren. Weil aktuell ist es für mich mehr ein Thema, wo man sich unterhält, aber noch ein bisschen die Grundlage einfach fehlt. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass sich da Menschen aufmachen und sagen, wir testen das mal, was das für Wirkungen hat. Wäre vielleicht auch mal ein spannendes Thema hier im Stadtlabor. Ich bedanke mich für das nette Gespräch, wünsche noch eine schöne Zeit und noch einen guten Wahlkampf. Ja, vielen Dank und schönen Tag euch noch. Danke.